Hallo lieber Days Gone Zocker, hier das nächste und letzte Hordenkiller-Video von mir. Ja, diesmal kümmern wir uns um die Mount Scott Skiresort-Horde. Hier siehst du einmal die Location, also relativ oben im Norden auf der Karte. Ja, ganz weit über Wizard Island, rechts davon. Hast du schon mal die Location? Warum sage ich das letzte? Ist jetzt hier meine letzte Horde gewesen. Ich habe jetzt hier wirklich alle Horden eliminiert in dem Spiel, auch in den verschiedenen Playlists zur Verfügung gestellt, in den verschiedenen Regionen. Also solltest du hier Probleme haben mit irgendeiner Horde, kein Problem, schau einmal in den Playlists rein. Ich habe das nach Regionen untergliedert, ja, die verschiedenen Horden in den verschiedenen Regionen. Ja, auch hier bei diesem Video, bei der Mount Scott Skiresort Horde, werde ich dir jetzt hier aus meiner Sicht einen relativ einfachen Lösungsweg zeigen, wie man die Horde hier sehr, sehr easy und entspannt eliminieren kann. Ich muss dazu so sagen, es ist keine ganz so einfache Horde. Ja, hier hat man nicht so den klassischen Rückzugsort im hohen Gras, wo man die Horde im Stealth-Modus, im Tarnmodus eliminieren kann. Wenn es hier relativ einfach haben will, sind aus meiner Sicht hier oder ist aus meiner Sicht hier eine gute Vorgehensweise vonnöten. Ja, ich denke, man sollte hier auf jeden Fall mit Annäherungsbomben arbeiten. Das wäre so mein Tipp. Ja, dass du deinen Rückzugsort hier planst. Ich habe jetzt hier in dem Falle mit zwei Annäherungsbomben gearbeitet. Wenn du es hier ein bisschen leichter haben willst, platziere hier vielleicht fünf oder sogar sechs Annäherungsbomben auf diesem Rückweg. Ja, ich habe jetzt hier zwei erstmal platziert. Begebe mich jetzt hier zu der Höhle, wo die Horde sich immer zurückzieht. Und werde jetzt hier gleich zwei Molotow-Cocktails reinwerfen, beziehungsweise Napalm-Cocktails eher. Molotow wäre ein bisschen wenig. Ja, geht natürlich auch mit Splittergranaten, wäre auch sehr, sehr effektiv gewesen. Ja, und dann renne ich hier zurück. Du siehst, wie die Bossanzeige schon schwindet. Ja, stolper natürlich jetzt hier gleich über die Annäherungsbomben, die Jungs. Einer ist jetzt hier leider schon relativ weit vorausgerannt. Deshalb habe ich gesagt, hier das Versteck nicht so optimal. A, relativ weit weg von der Höhle. Und B, kann man hier natürlich, wenn man zurücksprintet, nicht unbedingt alle Freaker eliminieren. Na, ich würde dir dann empfehlen, hier schnellstmöglich einen Attraktor zu werfen. So wie ich es jetzt hier gemacht habe, dann bleibt natürlich ein Großteil der Horde stehen. Hier der Wurf sollte definitiv sitzen dann. Mit Splittergranaten oder Napalm würde ich hier empfehlen. Sind eigentlich so die beiden stärksten Werkzeuge, um sehr, sehr viele Freaker zu eliminieren. Du siehst jetzt hier vielleicht noch so knapp 25% der Horde übrig. Also das Ganze sieht hier schon dann dementsprechend sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt hier noch einen zweiten Attraktor geworfen, wobei jetzt hier schon sehr, sehr viele Freaker im Busch sind bei mir. Ja, er hat mich jetzt hier entdeckt, leider Gottes. Glücklicherweise konnte ich mich jetzt hier nochmal dann an den Attraktor ranbegeben, beziehungsweise an die Horde, konnte jetzt hier auch nochmal Napalm in die Menge werfen, sodass die Anzeige dann hier schon G0 gesunken ist, nur noch einige wenige Freaker übrig, die ich jetzt hier in den nächsten Sekunden erledigen werde. Also wie gesagt, ich kann dir hier als Empfehlung geben, wenn du Probleme hast mit der Horde, plan deinen Rückzugsort. Wenn du hier wirklich größere Probleme hast, vielleicht 5, 6 Annäherungsbomben, ja, dann gehst du immer weiter zurück. Vielleicht solltest du auch als zweiten Tipp ganz einfach schon einen Attraktor vor die Höhle schmeißen. Ich bin ja zu der Höhle gegangen, habe zweimal Napalm reingeworfen. Vielleicht solltest du auch da schon einen Attraktor verwenden. Ja, dann kannst du da gleich am Anfang auch noch eine größere Menge eliminieren. Attraktor vor die Höhle, ja, Splittergranaten gegebenenfalls. Und dann erst zurückrennen, ja, dich vielleicht hier im hohen Gras verstecken, einen Zwischenstopp machen, dann einen Attraktor werfen, hier die Annäherungsbomben gut platzieren. Und ich denke, dann sollte auch die Horde hier kein Problem sein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video weiterhelfen, beziehungsweise vielleicht auch mit anderen Hordenkiller-Videos, falls du hier schon mal am Ball warst und dir das ein oder andere Video von mir angeschaut hast. Hier die Hordenkiller-Playlists werde ich jetzt dementsprechend abschließen. Das war jetzt hier die letzte Horde. Für weitere Videos abonniere meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis bald und tschüss.